ob man die Überschrift wählt, die Affäre Köckert oder Affären Köckert, ist für mich eine Fragestellung, bei der schon deutlich wird, dass es um mehr geht als nur um eine einzelne Person und um die Handlung einer einzelnen Person. Aber tatsächlich geht es um die Person des ehemaligen Innenministers Christian Köckert, um eine Aneinanderreihung von dienstlichen Dingen, von privaten Dingen, von wirtschaftlichen Dingen und den Vermischungen vor allen Dingen all dieser Ebenen. Sie ganz recht herzlich, freue mich, dass so viele gekommen sind, was dafür spricht, dass das Thema einfach von Interesse ist. Wir haben den heutigen Abend unter das Thema gestellt, die Affäre Köckert. Ich will ausdrücklich sagen, das Thema ist nicht vom Himmel gefallen. Wir haben uns gerade deshalb dafür entschieden, diese Veranstaltung zu machen, weil wir merken, wie sehr die Frage in der Stadt nicht nur politisiert, sondern auch immer noch eine Rolle spielt. Also wir haben es zu tun mit einem Komplex, wo der ehemalige Innenminister seine Funktion offenbar benutzt, um einem politischen Mitbewerber, seinem Vorgänger Richard Dewes, einer überzuhelfen, in dem angewiesen wird, dass Daten, die in einem vertraulichen Panzerschrank lagern, wieder aufbereitet werden und als CD gebrannt werden. Und ausgerechnet diese CD landet beim Freien Wort, wird dort abgedruckt. Und es wird so getan, als wenn Nazis die Inhalte dieser Datenträger gefunden hätten. Und später erfährt man, dass sie aus dem Ministeriumsbüro gekommen sind. Die grüne Klemmmappe Dewes. Der interne Aktenvermerk Dewes-Komplex. Die Dokumente Präsident TLK I.M. Köcker zu Diebstahl zweier PCs 19.01.2001, Ermittlungsbericht vom 30.04.1998. So geht es über Seiten weiter. Das sind die gefundenen Dokumente, als es ein Aufräumungstrupp der Staatsanwaltschaft Bayern Köckert in der Scheune gab. Neben Andreas Trautvetter und Dieter Althaus war er für mich damals Mitte der 90er, in den 90ern, in der zweiten Hälfte der 90er, war er ein Aspirant für die Nachfolge von Bernhard Vogel. Und er war dann Fraktionsvorsitzender, als Schwäblein abgelöst worden ist, und wir haben uns ja regelmäßig im Koalitionsausschuss getroffen, und ich bin, als ich 99 aus dem Amt geschieden bin, nicht sehr froh gewesen, dass Christian Köckert mein Nachfolger geworden ist. Ob er selber das war oder ob es nur sein Pressesprecher war, der dann vor Gericht stand, das bleibt hinreichend unklar. Richtig ist aber, der Minister trägt die Verantwortung, er ist damals zurückgetreten dafür. Und in dem Kontext kam für mich eine sehr seltsame Begebenheit, die man dabei miterwähnen muss, nämlich Blankenhain, die Stadt Bad Blankenhain, bei der eine dortige städtische Wohnungsgesellschaft auf einmal einen neuen Geschäftsführer bekommen hat, von einer Firma aus Eisenach, deren späterer Mitbeteiligter Christian Köckert war. Es gab dann das Gerücht, es gäbe einen Beratervertrag von Christian Köckert mit einer Windkraftfirma. Es gab für uns nur das Gerücht, wir haben bis zum Schluss, bis zur Beschlussfassung keinerlei Informationen darüber gekriegt, ob es wirklich so ist, ob welche Relevanz diese Information hat, welche Auswirkungen das auf die Beschlussfassung hat. In dieser Zeit war er der Kommunalminister, hat er die Aufsicht geführt und hat gleichzeitig den Verfassungsschutz benutzt, um, auch das blieb dann wieder strittig, Daten und Informationen über den Bürgermeister von Blankenhain und den Beigeordneten zusammenzutragen. Richtig ist, dass diese Informationen im geheimsten aller Netzwerke, dem NADIS-System, abgefragt worden sind. Richtig ist, dass kein normaler Mensch an den NADIS-System herankommt. Das muss schon eine hochrangige Person in einem entsprechenden Sicherheitslevel sein, der überhaupt in der Lage wäre, das zu tun. Aber ob er einen Zettel geschrieben hat, wie es dann immer im Raum stand, auf dem die beiden Namen standen, oder ob anschließend diese beiden Namen auf Antrieb des damaligen Verfassungsschutzpräsidenten geprüft wurden, das bleibt hinreichend unklar. Richtig ist aber, dass gegen diese beiden Personen vorgegangen wurde. Und richtig ist, dass zu diesem Zeitpunkt schon Immobiliengeschäfte stattgefunden haben, die später in demselben Immobilienimperium landeten, dessen Aufsichtsratsvorsitzender Christian Köckert später wurde und danach sogar noch
er Inhaber, Mitinhaber wurde.